Thank you, Scott. Let's get it 15-40. Bien, gracias por ver. Madre mía, le dije, le voy a hacer. Gracias por ver, señor. Y es verdad. Ok, es verdad. Thank you.
Spiel. Jakubowicz. Jakubowicz führt 5:3. 5:3. Wieder ein erster Satz, Jakubowicz. 6:3.
Thank you.
Ku Wangen. Thank you.
书店长。
对行了。Thank you.
Son gençsin. Ay ben de seni başlayacağım. Thank you.
Wir wollen die Gelegenheit nutzen, bevor es mit dem dritten Satz weitergeht, nochmal darauf hinzuweisen auf unser wunderbares Gewinnspiel im Turnierdorf, links neben der Tennishalle. Das Gewinnspiel mit tollen attraktiven Preisen. Es geht um ein Tippspiel. Und zwar muss getippt werden oder soll getippt werden, wer das Match of the Day gewinnt. Ich finde, weiß, wie es auch ausgeht. Lois, Poisson und Simona Wahrheit stehen sich gegenüber. Ein französisch-schweizerisches Duell. Wie gesagt, vorbeizuschauen, auch einige Leckereien, Getränke, was zu essen gibt es dort auch. Also gerne mal einen Besuch dort im Turnierdorf, kann ich nur empfehlen. Jetzt, ja, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall tolles Tennis in den ersten beiden Sätzen. Viel Spaß mit dem dritten Durchgang. Thank you.
4-0, Korte. Yes.
15 Mal. Richtig. Thank you.
Safety. Young für 3:1. Regenfu.
jetzt hier vielleicht. 40, 40. Thank you.
Paul Jespers. Paul Jespers. Tonight.
Safety now.
HB sind wir in.
bei dem Wiesbaden Tennis Open. Sie merken es selbst. Der Wettergott meint es gut mit unserem Turnier und es sieht ganz ordentlich aus. Es tröpfelt noch ein wenig und dank der tatkräftigen Unterstützung unserer beiden Platzwarte, die jetzt mal einen Applaus bekommen haben, ist der Center Court und auch der Platz Nummer 4 in einem zumindest rein optisch hervorragenden Zustand. Der Stuhlschiedsrichter macht sich auch nochmal ein Bild. Und ich denke mal, in ein paar Minuten, na, was sagt die Linie? In ein paar Minuten geht es dann hoffentlich weiter mit der Fortsetzung unseres Viertelfinalspiels hier auf dem Center Court zwischen Dalila Jakupovic und Elina Avanesyan. Und dann haben wir ja natürlich, waren gerade am Einschlagen, ich glaube sogar, es sollte gerade losgehen, das Halbfinale in der Damen-Doppel-Konkurrenz auf Platz 4. Dort stehen sich gegenüber das Duo aus Großbritannien, Alicia Barnett und Olivia Nichols gegen Jamie Forlese, die wir vorhin auch schon gesehen haben, die erfolgreich im Viertelfinale im Einzel gewonnen hat, gegen mit gemeinsam an der Seite dann jetzt das Doppel Forlese mit Olivia Gadecki, die zuvor ja hier auf dem Center Court das Viertelfinale gegen Sinja Kraus verloren hat. Also das sind unsere Spiele und ja, jetzt hat es wirklich ganz aufgehört und das ist doch wunderbar. Also ein paar Tröpfchen kommen noch, aber wenn man auch auf das Regenradar schaut und sich die Vorhersagen so ein bisschen angeschaut hat, dann sollte es gut bleiben, wollen wir hoffen.
geht wirklich weiter. Alle sind wieder am Start. Walter Nini. Natürlich unsere beiden Protagonisten auf dem Center Court, Dalila Jakubovic und Elina Avenisian. Und ich frage nochmal für dich. Vor der Begegnung 5 Minuten und dann wird die Begegnung fortgesetzt im dritten Satz beim Stande von 4-4 und dies im Spiel später dann auch noch vom Schulschiedsrichter gefahren. Stimmt, da steht's ja, muss man lesen. 4-4, 30-40. Minuten, 2 minutes.
Vorwurf. Wurde 4-5-4 bei dem Super.
Bitte 15. Vorne bitte. Yeah.
Tschüss. Jetzt 6 zu 5. 6 Games zu 5.
Thank you.
1, 2, 1, noch ein bisschen. Oh!
Erstmal Sie, Herr Landesjahr. 1260. 3663. Zusetzung. 36. Und Tom Schick, die nächste Halbfinalistin im Feld von den Wiesbaden Tennis Open. Herzlichen Glückwunsch, Elena Evanesian. Herzlichen Glückwunsch. Zu Ende gegangen. Wir wollen aber auch noch mal die Unterlegene verabschieden. Vielen Dank, Dalila Jakubovic, für dieses wirklich tolle Match. Und ja, es war wirklich ein sehr, sehr tolles Spiel. Elena, it was a very strong performance today. Very exciting game with up and downs, interruption, great, rainy. What made the difference today? It was a really good match. We both played really stay focused until the end, fighting until the end. And I'm glad that this makes me now not give up. I'm so happy. It was very interesting to see in the crunch time when you come to some balls very long and wide inside of the field. Is the game? Yeah, it depends. I'm trying to get back in the What do you expect tomorrow in the semifinal against Finland? I think 10% 30%.